Naja, bisschen besser ist es. Okay, 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 ist alles in Ordnung. Er hat zwei Atem anhalten. Kann ich mich irgendwie zurückbewegen? Okay. Das ist nett. Ich freue mich. Wie lange kann der die Luft anhalten? Will man es gleich mal ausprobieren. Wird nämlich immer schwärzer, das Bild. Oh, schwarzer? Und ich glaube, ah, okay, er hört noch eine Weile alleine auf. Wollte gerade sagen, wenn das Bild dann ganz schwarz ist, dann haben wir uns selbst erstickt. Ja. Können wir hier raus? Sollen wir überhaupt? Ich weiß es nicht. Aber hier geht es auf alle Fälle auch lang. Deswegen mache ich das jetzt. Ah ja. Moment. Moment. Ich habe Geräusche gehört. Der ist noch hier, oder? Oder wieder? Hm? Ah, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Hier geht es aber eh nicht weiter. Von dem her, was sollen wir tun? Auf jeden Fall wurde jetzt mal eine dieser Glocken betätigt, die ich vorher unten an der Rezeption hatte, glaube ich. Quasi hat diese Kreatur das jetzt weggelockt. Sah jetzt eher so aus wie ein Sack über den Kopf gestülpt, statt einfach nur kein Gesicht oder verändertes Gesicht. Aber das kann jetzt natürlich auch nur auf den ersten Blick so gewirkt haben. So wirklich verstecken und so ist hier nicht, ne? Also ich glaube, so in Schränken, so Outlast-mäßig ist hier nicht machbar. Wobei es natürlich sich anbieten würde eigentlich, gerade wenn hier so Leute rumlaufen. Ducken. Ja, ich bin ja eh schon geduckt. Hä? Okay. Ja, nu? Jetzt, da geht es jetzt nicht weiter. Ist das richtig? Ist das korrekt? Macht man das so? Moment. Habe ich eine Karte? Ich sehe mich aber jetzt gerade nicht auf der Karte. Mag daran liegen? Doch, da ist doch. Alles klar. Das ist wie so eine Art Lüftungs... Stellen wir es uns einfach wie die Lüftungsschächte in Alien Isolation vor. Aber da bin ich rein. Da bin ich reingekommen. Was ist das denn? Egal. Da bin ich rein, glaube ich. Ich gehe nochmal raus, um es zu prüfen. Aber ich meine, das war hier. Der Schrank kommt mir neben... Jetzt kommt da mein eigener Schatten. Und ich bin vor ihm erschrocken. Nee, hier bin ich rein. Okay, Tatsache. Also gut. Rennen können wir im Schacht nicht. Aber dann wissen wir jetzt zumindest, dass das die falsche Richtung war zum Rauskriechen. Jetzt geht's hier rechts und geradeaus. Geradeaus und rechts wäre Blödsinn. Da war ich auch, glaube ich, schon. Ich mach's trotzdem mal nur so aus Gag, weil ich's kann. Da ging's vorher nicht weiter. Genau, das war jene Stelle. Da ging es noch lang. Können wir mal tun. Ich muss leider immer wieder so einen Blick in die Karte werfen, um zu prüfen, wo ich mich gerade befinde. In Spielen, in denen es eine Map gibt, mache ich das sehr gerne und sehr oft. Einfach um zu wissen, bin ich noch auf dem richtigen Weg. Super, jetzt geht's hier raus. Ganz super. Was haben wir denn da? Das ist jetzt ein großer Raum und da ist irgendwas an der Seite. Irgendwas maschinig. Kann ich denn? Ich gehe einfach. Ja. Also irgendjemand hat hier sehr, sehr schwere Füße. Vielleicht jener Kollege, der uns gerade eben durch die Wand angefallen hat. Okay, scheint ein bisschen staubig hier zu sein.
Läuft denn dieser merkwürdige Typ hier... Oh. Nee, wollte ich gar nicht. Notenblatt, Henry Hughes. Wir können es drehen und wir können es einpacken. Wir schauen es uns auch zugleich an. Dokumente. Nee, das ist Williams. Hm? Notiz. Brief. Ah, okay, es gibt also außer Dokumente noch ein anderes. Beziehungsweise, das wusste ich ja, aber ich dachte, das wäre jetzt unter Dokumente gespeichert. Notenblatt. Was ich jetzt mit den ganzen Notenblättern nachher machen soll, vielleicht muss man die alle finden, um eine Melodie dann eben letztendlich zu machen, die man ja machen soll, um das Ganze hier zu beenden. Das hier scheint, ich wollte gerade sagen, ein abgetrenntes Bein zu sein. Aus jeder Perspektive sieht es ein bisschen so aus. Jetzt sieht man, dass es nur zwei Schuhe sind. Es ist also überhaupt nichts Schlimmes passiert hier. Das Einzige, was mich jetzt noch interessiert, ist, wo ist dieser große Typ? Oh, guck mal. Jetzt drück ich ständig A2. Heilen muss ich mich nicht, ist ja nichts passiert. Soweit ich weiß. Ich darf nur nicht vergessen, dass es mit R1 geht. Nachher sollte ich mich heilen müssen. Und jetzt prüfe ich zugleich... Nein, nicht die Sammelobjekte. Das Inventar, genau, da habe ich jetzt sowas drin. Nerventonikum. Alles klar. Also die muss ich nicht auf der Stelle verbrauchen, wenn ich sie gerade finde. Sondern ich kann sie mir aufsparen. So, da haben wir einen Sicherungskasten oder sowas ähnliches. Da haben wir... Ach du Heilige. Ja, da können wir jetzt mehrere Sachen machen. Also offensichtlich müssen wir diese Tür hier öffnen. Was Geräusche machen wird, sehr wahrscheinlich. Deswegen, müssen wir das machen? Soll ich mir jetzt erstmal einen Spot suchen, wo ich mich vielleicht verstecke? Im Prinzip reicht der Luftanhalt, ne? Haben wir gesagt. Oder hat sich rausgestellt, der war uns ja so ziemlich nah eigentlich, der war ja direkt vor uns. Luft anhalten hat gereicht, vielleicht reicht das so auch. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Jetzt machen wir mal hier das da. Okay, ganz, ganz simple Rätsel. 1, 2, 3, fertig. Keine komplizierten Puzzles hier und sonst was. Aber warum komme ich da nicht rein? Jetzt komme ich rein, okay. Es lädt. Wir sind draußen. Na klasse. Wir werden auch gleich speichern. Und es gibt ja sowieso eine Audio dazu. Die hören wir uns an. Okay. Nicht besonders aufschlussreich. Was haben wir hier? Ah, das ist die Tür, okay. Ja, wir wollen jetzt nicht gleich wieder zurück. Ah, Framerate ist gerade wieder nicht so. Hund? Hund ist unterwegs, okay. Ich glaube, hier kommt es dann vielleicht zu der einen oder anderen Wegrennpassage, ne? Aber werden wir gleich sehen. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich glaube, da ist jemand. Auf jeden Fall. Ach du... Okay, wir müssen nur leise sein, ne? Der sieht nichts. Wir probieren jetzt mal was aus, obwohl er ja direkt auf uns zukommt. Nö, da geht... Okay. Also ich wollte ausprobieren, ob er, wenn er mir zu nah kommt, ob es reicht, wenn ich die Luft anhalte und er dann wieder zurückgeht.
Aber tatsächlich scheint es so zu sein, dass die auf jeden Fall mal nichts sehen. Jetzt habe ich das einzige Geräusch weggenommen, das ihn hätte ablenken können. Ne? Läuft er jetzt ja eigentlich seine spezifischen, vorgeplanten, vorprogrammierten Runden? Oder macht er so ein bisschen, was der will? Da hängt irgendwas. Kaninchen. Okay. Da ist etwas, da ist etwas. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß auch nicht, es kann auch sein, ich komme daher. Ich komme, glaube ich, daher, ne? Ja, natürlich. Alles in Ordnung, oder? Nee, da komme ich nicht her, oder? Doch, da komme ich her. Sorry. Okay, den lassen wir jetzt einfach ganz lockerflockig seine Runde da laufen und halten Abstand. Ne, zu Corona-Zeiten hält man Abstand, das ist ganz normal. Mindestens 1,50 Meter. Bei dem machen wir noch ein bisschen mehr. Ne? Einfach, weil der das auch hat, das sieht man. Der hat das. Geh nur weiter, okay. Da war was. Ah ne, das kann man nicht nehmen, okay. Ich hatte eigentlich gedacht, ich sehe hier vielleicht was Hübsches. Jetzt lassen wir den mal weiterziehen. Heieieiei. Das ist doch nur ein Feuer, da ist doch keine Rauchentwicklung, Mann. Stell dich mal nicht an. Nächste Frage wäre, ist er der Einzige, der hier so rumläuft und sich versucht, meiner zu bemächtigen? Oder sind da noch mehr? Aber ich vermute mal eher, dass es noch mehr sind. Es hat ja geheißen, Onkel, die Bediensteten, Vater, ne? Da dürfen wir, denke ich, gespannt sein. Also es wird sicher nicht der Einzige sein, der hier rumläuft und so ein kleines bisschen auf Jagd ist. Wenn wir Glück haben, dann sehen die alle nichts und dann, beziehungsweise die werden wahrscheinlich alle nichts sehen, aber wir müssen uns halt ruhig verhalten, ne? Da vorne ist wieder ein Feuerchen. Das sind meine eigenen Fußtapsen, die ich hier höre. Ich glaube, ich kann aber jetzt mal wieder in die aufrechte Position wechseln. Man muss nur ein bisschen aufpassen. Vielleicht ist ja doch jemand hier. Nicht zu nah ans Feuer gehen, dann hustet man gleich, ja. Da ist ein Hund. Leitet der mich so ein bisschen? Kann das sein? Habe ich wieder Schritte gehört? Okay, was ist das hier für eine Location? Egal, erstmal scheint ja nichts zu passieren. Kerzen am Boden. Ja, überall wo Feuer ist, kriegen wir Husten, oder was? Überall wo Feuer ist, kriegen wir Husten. Es ist interessant.
wenn ich jetzt so eine Idee hätte, welche Richtung ungefähr hier einzuschlagen wäre. Eine Map gibt es gar nicht hier. Da geht's auf jeden Fall mal irgendwo rein. Da liegt Fusel. Nehmen wir mit. Das ist nicht wirklich was, wo man reingehen kann. Nee, okay. Das sind alles meine eigenen Schritte, die ich immer höre. Ich bin ein leicht paranoid hier, ne? Es könnte ja überall jemand sein. Es ist ja auch, es sind auch gesunde Paranoia, wenn man so will. Lieber ein bisschen vorsichtiger und ein bisschen hellhöriger. Und das sieht mir nach etwas aus. Nee, das sieht. Also das Bild ist immer noch ein bisschen verschwommen, obwohl ich jetzt eigentlich diese Bewegungsunschärfe weggemacht habe. Also manche Sachen sehen da aus wie kleine Höhlen, die man kriechen kann, dabei ist es das gar nicht. Ist aber auch egal. Ja, jetzt ist für mich definitiv klar, dass wir auf dem Friedhof sind. Jenes Grab da scheint besonders interessant zu sein. Den Grabstein kann man auch lesen. Prudence, also die Mutter. Und die finsteren Gestalten. Es passiert gleich was, ich bin mir sicher. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Ich würde das nicht tun. Okay. In Ordnung. Oh, jetzt haben wir uns auch noch verletzt, ne? Ach je. Ach hey. Haben wir. Aua gemacht. Magst du das rausziehen? Eieiei. Okay, die kann man nicht nehmen. Warte mal, das ist ein Dokument. Kann man wieder drehen und wenden, wie man will. Lesen. Liebe Brüder und Schwestern, der Hohe Rat der Stillen lädt euch dazu ein, der Kraft des Liedes zu unserer Quelle zu lauschen. Aus unserer Quelle, Entschuldigung. Gemeinsam werden wir die wahre Macht erlangen. Bringt unbedingt eure Opfergaben aus Fleisch und... Komm. Jesus Gott, ist das wieder schnell. Na, okay. Bringt unbedingt eure Opfergaben aus Fleisch und Knochen mit, um die innere Schwäche zu opfern und euch uns im Ritual der Wiedergeburt anzuschließen. Vergesst eure stillen Gewänder nicht, um euch von den Geopferten abzuschirmen. Okay, da wird jemand geopfert. Unsere geliebte stille Jüngerin Prudence hat sich bereit erklärt, als Priesterin zu fungieren. Das ist eine große Ehre für uns alle. Sie wird bei der nächsten Versammlung der Brüder und Schwestern salbungsvoll ihre neue Position einnehmen. In stiller Referenz Jebediah Williams. Und jetzt ist sie tot, ne?
Gibt's hier wieder eine Map? Nö, okay. Ich geh mal da. Nee, ich geh da nicht rein, oder? Weiß nicht, will ich da denn rein? Ist das eine Idee? Aha, da ist eine Leiter oder sowas. Oder? Aber da komme ich eh nicht ran. Ich komme vielleicht irgendwann mal runter. Oder ich kann an jeder wieder runterklettern. Und muss mich dann den Rest fallen lassen. Da ist wieder dieses merkwürdige Lichtdingensbummens. Kirchens. Da geht's durch. Alles klar. Und das ist auch exakt das... Ich weiß gar nicht. Vom Anfang des Spiels, also von Anfang von... Don't Knock Twice. Genau dieses Gequietsche ist in Don't Knock Twice. Ja, man merkt also, es sind die gleichen Entwickler, die haben sich sogar der gleichen Soundkulisse bedient. Es ist wirklich exakt das Geräusch. Es ist nicht einfach nur das Quietschen, sondern auch wie es quietscht. Die haben sich das von sich selbst geklaut. Aber gut, ist ein kleines Team, weil die können ja wahrscheinlich auch nicht so großartig viel machen. Und haben sich so ein kleines bisschen Geld gespart, ne? HMS Providence. Was ist denn das? Ist das ein Schiff? Oder ein Zug? Und was haben wir da? Isaacs Tagebucheinträge zur HMS Providence. Wir lesen das. 3. Februar 1874. In der vergangenen Nacht hat der Sturm des Jahrhunderts die Insel gebeutelt. Die Männer berichteten von einem Schiff, das sie vor der Küste gesehen haben wollen. Vater hat angeordnet, dass wir das Leuchtturmfeuer ausmachen. Aha. Die Männer haben mich informiert, dass ein Schiff an der Felsküste im Osten von Scare Point auf Grund gelaufen ist. Sie sind erstaunt, ob der Größe des Kahns, auf dessen Backbordseite ein Schild mit dem Namen des Schiffs zu finden ist. HMS Providence, das Schild liegt jetzt vor uns. 10. Februar 1874. Meine Männer haben auf Befehl meines Vaters die Überreste des Schiffs in die Höhle unterhalb von Scare Point getragen. Wir haben geborgen, was wir konnten, alles Wertvolle und vor allem den Inhalt des Laderaums. 11. Februar 1874. Es ist unglaublich. Also ich habe jetzt wirklich die Empfindlichkeit des Joysticks sowas von eigentlich runtergestellt. Das dürfte eigentlich so nicht sein hier. Also das ist ein bisschen doof. Genau. 11. Februar 1874. Wir haben etwas im Wrack entdeckt, verborgen im Laderaum. Etwas, was ich bisher noch nie gesehen habe. Es ist am Leben und in einem wirklich jämmerlichen Zustand. Vater ist der Meinung... Jetzt finden wir wieder den richtigen Satz, ne? So geschwind. Vater ist der Meinung, dass die Kreatur zum Glück so geschwächt ist, denn sie versucht zu singen. Zum Glück so geschwächt ist, denn sie versucht zu singen. Gut, das war ja auch vorher mal die Rede von Sirenen, ne? Beim Ausräumen des Laderaums haben einige der Männer angefangen, sich in der Gegenwart dieser Kreatur seltsam zu verhalten. Der Gesang scheint selbst in dieser abgeschwächten Form eine merkwürdige Wirkung zu entfalten. Ich finde das faszinierend und muss mir Notizen dazu machen. Vater scheint besorgt zu sein. Mehr und mehr bringe ich über diese geistlose Kreatur in Erfahrung. Offenbar lockt sie mit ihrem Gesang ihre Beute an, um sie dann zu verschlingen. So überlebt sie. Vater fängt langsam an, das Potenzial dieser Kreatur zu erkennen. Was wir mit dieser tödlichen Fähigkeit alles machen könnten, wenn wir sie nur irgendwie unter Kontrolle brächten. 15. Februar 1874. Vater hat damit begonnen, die Kreatur auf Scare Point einzusetzen. Sie ist an den Leuchtturm gekettet und lockt Schiffe an. Damit können wir unsere Einnahmen aus den Schiffbrüchen erhöhen. Aber ich habe weitere Pläne, wie wir diese Kraft dieses Gesangs weiter nutzen könnten. Mit der Hilfe meiner geliebten Prudence. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, die Idee meinem Vater vorzustellen.
und seinen Segen dafür zu erhalten. Isaac Williams. Ja, die ganze Familie ist ein kleines bisschen doof, ne? Die machen komische Sachen mit Sirenen. Gut. Weiß nicht, ob ich das jetzt schon machen soll. Ich gehe mal ein Stück weiter. Aber ich nehme an, okay, das wird ein kleines Rätselchen hier werden. Ja, wir haben natürlich keinen tollen Charakter, der in der Lage ist, seine Beine für beispielsweise Springen zu benutzen. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich diese Wägen so hin und her fahren, dass wir A dran vorbeikommen. Und dann wahrscheinlich diese Bretter da hoch im zweiten Schritt. Das ist wiederum. Ne, ich wollte gerade sagen, das ist wieder so ein Tonikum, ist es aber nicht. Jetzt hoffe ich mal, dass das jetzt hier nicht irgendwelcher komplexer Denkstrukturen bedarf. Ich kann das nicht nochmal verwenden, also gehe ich davon aus, dass es auch nicht weiter wichtig ist. Hier geht es hoch, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es ist aber wirklich fucking. Naja, es ist nicht so dunkel, aber es ist. Dadurch, dass es verschwommen ist, ist es für mich sehr, sehr schlecht erkennbar. Also mir kommt es zumindest verschwommen vor, sagen wir es mal so. Was zur. Jetzt hatte ich eben mal ganz, ganz kurz richtig Puls hier offen. Ah ja. Noch jemand. Ach du heilige Scheiße. Das ist eine denkbar schlechte Position hier.